In diesem Kurzvideo sehen wir uns an, wie Fairtrade konkret das Leben von kleinbäuerlichen Familien verbessert. Denn noch immer gibt es viele Menschen auf der Welt, die in Armut leben. Ein Großteil davon sind Kleinbauernfamilien in Asien, in Afrika und Lateinamerika. Sie pflanzen auf ihrem eigenen Stück Land Kakao, Kaffee, Baumwolle, Bananen und vieles mehr an. Sie verdienen ihr Geld also mit dem Verkauf ihrer Ernte. Zum Leben reicht das Geld allerdings kaum aus. Das hat vor allem zwei Gründe. Einerseits gehört ihnen oft nur ein kleines Stückchen Land. Auf diesem können sie also nicht viele Pflanzen anbauen. Andererseits müssen sie ihre Ernte meist sehr billig verkaufen, weil große Unternehmen nicht mehr bezahlen wollen. Daher gibt es den Fairtrade-Mindestpreis. Weniger darf nicht bezahlt werden, egal wie hoch der Marktpreis gerade ist. Mehr ist natürlich immer erlaubt. Unternehmen können ihre Verhandlungsmacht also nicht mehr ausspielen und müssen sich an die Fairtrade-Spielregeln halten. Zusätzlich profitieren Bäuerinnen und Bauern von der Fairtrade-Prämie. Diese wird für Gemeinschaftsprojekte vor Ort verwendet. Aber wer bestimmt eigentlich, was fair ist? Bei Fairtrade sind zahlreiche Organisationen mit an Bord. Und Bäuerinnen und Bauern bestimmen maßgeblich mit. Denn Selbstbestimmung ist wichtig für ein gutes Leben. Die Menschen im globalen Süden profitieren aber auch von der Informationsarbeit, die hier im globalen Norden geleistet wird. Fairtrade erhält Geld von Unternehmen, die das Fairtrade-Siegel verwenden. So kann hier bei uns die Zivilgesellschaft über den fairen Handel informiert werden. Dadurch können Bäuerinnen und Bauern mehr ihre Ernte zu Fairtrade-Preisen verkaufen, denn je mehr Fairtrade-Produkte hier verkauft werden, desto mehr Kleinbauernfamilien profitieren von fairen Preisen. Durch fairen Handel können wir alle die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Bäuerinnen und Bauern in Afrika, Asien und Lateinamerika ein gutes Stück verbessern.